Tatsächlich steuern Hormone unseren Körper, ob ihr glaubt oder nicht. Einige Beispiele sind hier das Melatonin. Fehlt es dir, kannst du nicht schlafen. Oder das Testosteron. Fehlt es dir, wirst du immer mehr zur Frau. Oder das Insulin, welches Zucker in die Zelle zieht. Fehlt es dir, stirbst du ohne Behandlung. Die Besonderheit dieser Hormone ist, dass sie sehr, sehr klein sind und überall hinkommen im Körper. Daher ist Melatonin auch so ein extrem starkes Antioxidant, da es sehr, sehr klein ist und quasi eine große Oberfläche angreifen kann. Man kann das aber auch übertreiben. Nur weil man, also manche Stierhoden essen, heißt es nicht, dass du auch solche bekommen wirst. Besonders kennen wir es aber auch aus der Snickers-Werbung mit dem Slogan, du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Und genau darum geht es heute, Hormone, die dein Gewicht und dein Hunger beeinflussen. Welche es gibt, welche Funktion sie haben und wie man es zum Positiven beeinflussen kann, erfahrt ihr genau in diesem Video. Kommen wir zum Hormon Nummer 1, Leptin. Leitet sich aus dem Griechischen ab Leptos und bedeutet dünn. Es ist ein Hormon, welches das Sättigungsgefühl einleitet. Gebildet wird es in den Fettzellen und in den dünnen Darmzellen. Genau genommen Enterozyten. Der Wirkungsort, ja, das ist das Hirn, kann man sagen, ja, genau genommen der Hypothalamus. Dort reguliert er Rezeptoren und hemmt den Appetit. Sowie indirekt die Gewichtszunahme bzw. Abnahme. Dieses Hormon steuert unser Gewicht in erheblichem Maße. Wenn wir hohe Spiegel haben, ist das positiv für die Gewichtsreduktion, da wir mehr satt bleiben. Also satt, forever young, ja? Hier forever satt. Essen wir viel, produzieren wir auch viel Leptin. So weit, so gut. Was ist, wenn ich euch sage, dass Übergewichtige meistens extrem hohe Leptinspiegel im Blut haben? Jene sind aber trotzdem nicht schlank. Sie mussten ja forever satt sein, sind sie aber nicht. Ja? Das hängt damit zusammen, dass die Zellen sich an die ständige hohe Exposition gewöhnt haben und resistent wurden. Wie wir sehen, verläuft der Graph proportional. Je mehr Übergewicht oder Fett du hast, desto mehr Leptin hast du auch. Es ist ähnlich wie mit der Insulinresistenz. Insulin ist entscheidend dafür, dass es den Zucker aus dem Blut in die Zellen befördert. Hast du viel Insulin, geht das gut. Hast du zu viel, zu lange, gewöhnen sich die Zellen, ja, die eine hohe Exposition haben, quasi immer mehr daran. Das Resultat, du benötigst immer mehr, um noch einen Effekt zu spüren. Das kennen einige noch, wieso der Alkoholkonsum mit der Zeit immer teurer wird, ja, da der Körper immer mehr verträgt. Zurück zum Insulin. Der Zucker verbleibt im Blut. Typ 2 Diabetes ist geboren. Das ist eine Insulinüberschusserkrankung. Diabetes Typ 1 ist eine Insulinmangelerkrankung, wo die Bauchspeicheldrüse kaum noch Insulin produziert. Je mehr Übergewicht du hast, desto größere Fettzellen hast du, die wieder Leptin produzieren. Desto resistenter werden deine Zellen für das Sättigungshormon. Desto mehr Hunger hast du. Desto mehr Fettzellen wirst du wieder aufbauen. Die Leptin bilden. Ein Teufelskreis. Das gleiche passiert übrigens auch mit Östrogen, welches ebenfalls zum Fettaufbau führt bei Fettzellen. Nun aber wieder zurück zum Leptin, denn dort passiert dasselbe. Das ist aber leider noch nicht alles, denn Leptin hat noch viel mehr Eigenschaften im Körper bei einer Resistenz. Funktioniert das Immunsystem nicht mehr richtig? Oder die Nervenaktivierung, ja, funktioniert nicht mehr ganz richtig. Ja, das kardiovaskuläre Risiko steigt. Selbst bei der Fruchtbarkeit spielt Leptin eine entscheidende Rolle. So wie der Knochendichte. Und es gibt noch ein zweites Hormon, das Hormon Ghrelin. Wird in der Magenschleimhaut und in der Bauchspeicheldrüse sowie an den, also an anderen Magen-Darm-Trakt-Abschnitten quasi freigesetzt. Über den Blutkreislauf wirkt es schließlich auf den Hypothalamus, einen Bereich des Gehirns, der für die Kontrolle des Appetits entscheidend ist, kann man sagen, ja. Haben wir einen längeren Zeitraum nichts gegessen, steigt die Ghrelin-Konzentration im Blut deutlich an und signalisiert der Gefühlswelt in unserem Gehirn Hunger. Jetzt dringend etwas essen, das ist gut. Ghrelin ist damit sogar überlebenswichtig. Ja? Das Problem ist, bei übergewichtigen Menschen, die sehr viel und oft am Tag essen, dass sie sehr wenig Ghrelin ausschütten.
da sie ständig viel essen und gar nicht erst in dieses Hungergefühl quasi bekommen. Ja? Die Zellen sind stark sensibilisiert und so empfinden die Betroffenen schon einen starken Hunger bei der kleinsten Ghrelin-Exposition im Körper. Das heißt, davon ja, wäre es tatsächlich eher sinnvoll, wenn die Zellen sich daran gewöhnen würden und nicht direkt nach Hunger schreien würden. Dazu möchte ich dir drei Tipps geben. Tipp Nummer 1, also als erstes solltest du nicht unbedingt die Kalorienmenge, die du brauchst, ja, über den Tag und im Sport reduzieren, sondern vielmehr die Frequenz nach unten fahren. Das heißt, wie oft du isst, beispielsweise das intermittierende Fasten zu integrieren. Das hat gute Auswirkungen auf beide Hormone. Ich erkläre es dir. Beim Fasten fangen die Zellen an, sich vom Leptin, ja, dem Sättigungshormon, zu entwöhnen. Das heißt, wir müssen nicht mehr so viel essen, um wieder satt zu werden. Des Weiteren macht es genau das Gegenteil mit dem Ghrelin. Das Hormon, welches den Appetit anregt, davon wird jetzt besonders viel ausgeschüttet. Ja. Daher, das heißt, unsere Zellen gewöhnen sich etwas daran, sodass sie nicht bei der kleinsten Exposition ja, der Zelle auch direkt zu einem Hungergefühl kommt. Das schließt gleichzeitig ein, ja, dass wir immer besser mit dem Hungergefühl umgehen können und uns das Fasten immer leichter fällt tagsüber. Der zweite Tipp ist Muskelaufbau. Nicht unbedingt Ausdauer als Fokus. Ja, das zeigt eine Meta-Analyse aus Goldstandard-Studien. Man sieht, dass der Sport bei Übergewichtigen, also Leptinresistenten, zu einem statistisch signifikanten Absinken führte der Leptinwerte im Blut. Wieso Muskelaufbausport so effektiv ist, hängt damit zusammen, dass durch die Hypertrophie, also der Zunahme an Volumen des Gewebes, kurz gesagt des Muskels, ja, des Wachsens Muskels, kann man sagen, ja, geht damit einher, dass die Rezeptoren vor allem in der Leber und jetzt größere werdende Muskelzellen quasi wieder sensibilisiert werden für Leptin und Insulin. Das ist auch logisch, denn der Körper braucht jetzt mehr Nahrung, um zu wachsen, damit er sich anpassen kann an den Sportreiz. Daher will er gar nicht, dass du immer satt bist und baust daher auch die Leptinresistenz ab. Weiter wird ein Enzym namens AMP, aktivierende Proteinkinase, ja, jetzt mehr stimuliert. Ein Enzym, das die Zellen vor Energiemangel schützt, so dass es zu weiterem Verbrauch von Energie kommt und dem Abbau von Fettzellen quasi halt, ja, die ebenfalls Leptin aussondern und damit eher zu Leptinresistenz beitragen würden. Muskelaufbau kann gut ergänzt werden mit etwas Ausdauer. Der Fokus sollte hier aber eher auf dem Aufbau von Muskeln liegen und nicht katabolisches Ausdauertraining, denn die hypertrophische Muskelmasse ist entscheidend. Nummer 3 Tipp, Proteine und Ballaststoffe. Es macht Sinn, den Proteinanteil in der Nahrung etwas zu erhöhen, da diese von sich aus sehr gut satt machen. Aber was wichtiger ist, Studien konnten beobachtet werden, dass es der Makronährstoff ist, der die Leptinsensitivität wieder erhöht. Hier wurden von 15% auf 30% der Kalorien aus Protein erhöht. Ballaststoffe machen sich auch sehr gut und sie machen sehr, sehr gut satt vor allen Dingen. Was Vorteil bietet, daher sind Lebensmittel, die diese beiden Eigenschaften quasi kombinieren, besonders effektiv, zum Beispiel Hülsenfrüchte. Es gibt noch einige weitere Hormone wie Cholezystokinin, ja, welches Leptin erhöht, Peptid YY und so weiter. Dies würde aber hier den Rahmen sprengen. Ja. Diese beiden sind die wichtigsten und vor allen Dingen diese Tipps solltet ihr ausreichen, ja, um wieder auf einen gesunden Pfad zu kommen. Ja. Unterstützen könnt ihr mich natürlich auf purazell.de, wenn ihr Wert auf wissenschaftlich konzipierte Produkte made in Germany, unabhängig laborgeprüft, legt. Dankeschön für deinen Support. Bis gleich auf purazell.de. Ich sag ciao.